Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 4. Wir sind jetzt gerade dabei, immer noch in dem Schloss hier unterwegs, weil wir uns immer noch bei dem einen Sammelpunkt treffen sollen. Und diese komischen Typen hier, die haben uns in so eine Art Falle gelockt. Denn wir müssen mit Ashley leider hier an zwei Kurbeln drehen, beziehungsweise sie drehen lassen. Und wir werden mittendrin angegriffen. Das ist ja natürlich wieder richtig geil, ne? Und ich würde am liebsten die Musik leise stellen, aber das geht leider nicht. Okay, warte mal, wir heben sie jetzt erstmal hoch. Das ist nur die Frage, wo ist es besser? Ich vermute eher hier. Ich kann leider nicht abspeichern. Kann man das auch überspringen? Naja, natürlich nicht. So. Meine Fresse, du kannst auch dich nicht bewegen. Das ist, also das stößt mir echt richtig übel auf hier. Meine Fresse, das ist so zum Kotzen. Mittendrin musst du ja nicht nur dich selber beschützen, nein, sondern auch Ashley. Ja, genau, steht mal wieder alle auf. Oh Mann, ey. Okay, jetzt versuche ich mal mein Bestes. Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe die doch schon zweimal getroffen. So, eins davon ist schon offen. Gut. Nein, jetzt muss er auch noch nachladen. Naja, aber wir... Oh, meine Fresse. Ja, ist doch gut, Mann. Ich versuch schon mein Bestes. Oh, ey, nee, da könnte ich echt durchdrehen, Leute. Da könnte ich sowas von durchdrehen. Das ist so schlecht durchdacht gewesen. Wenn du nicht aufpasst, dann triffst du mich halt Ashley und dann war es das wieder. So wie ich das beim letzten Mal hatte. Willst du mich gerade verarschen, Alter? Ey. Meine Fresse, nee. Ja, ich bin doch schon dabei, Mann. Ich kann mich auch nicht auflösen. Ey. Egal, wir machen schon. Wir machen schon. Irgendwie. Oh, Ashley, beeil dich jetzt. Spätzchen, beeil dich. Papa hat Hunger. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Okay, es war an sich gar nicht so schwer. Ich war wahrscheinlich beim letzten Mal so genervt, da ich das halt wahrscheinlich nicht geschafft habe. So, komm schon. Wir müssen weiter. Ja, das wird noch richtig lustig hier. Dass der natürlich auch rüberspringen kann. Was für ein Schwachsinn, ey. Ich werde mal kurz die Munition verbrauchen.
Okay. Wir sind schon mal ein bisschen weiter gekommen. Warte mal, ich weiß aber nicht, was uns danach erwartet. Ich werde mal also... Oh Gott, Maschinengewehr hat fast keine Muni mehr. Shit. Da hinten ist eine Schreibmaschine. Oh Gott. An jeder verschissenen Ecke können hier nämlich Leute sein. Das sieht ein bisschen krank aus. Und da ist ein Händler. Nice. Was haben wir denn da? Eine Handgranate. Sah aber eher aus wie eine Stierhandgranate. Also wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt hier noch gutes Zeug ran. Hallo? Da, danke. Okay. Grünes Kraut müssen wir mitnehmen. Also eigentlich müssen wir alles mitnehmen, wenn es geht. Wo geht's denn eigentlich? Bevor ich jetzt weitergehe, also nach oben oder so, soll ich eh erstmal abspeichern? Warte mal. Wo ist denn jetzt eigentlich unser nächstes Ziel? Also da müssen wir hin, warum auch immer wieder hin müssen, aber da ist auf jeden Fall der Treffpunkt. Oder da müssen wir hin. So, wir haben von dem Schloss noch nicht viel gesehen. Guckt euch das an, ne? Eigentlich haben wir noch nichts gesehen. Ich werde jetzt erstmal beim Händler was kaufen und dann, Welcome. Ja, welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Na, ich habe auch irgendwelche guten Sachen zu verkaufen. Is that all, stranger? Oh, ja, du sollst das verkaufen. Danke. Is that all, stranger? So, warte mal. Kann ich schon jetzt gehöfen? Wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Koffer. Thank you. Okay, den haben wir. Wir bräuchten ein Erste-Hilfe-Spray, was wir nicht bekommen. Sie für ein Rohrsturmgewehr. Ein Raketenwerfer wäre eigentlich ziemlich geil. 30.000. Ja, da habe ich aber nur einen Schuss wahrscheinlich. Minenwerfer. Not only will you need cash, but you'll need guts to buy that weapon. Ja, das ist mir schon klar. Okay, perfekt. Kann man das irgendwie... Thank you. Come back anytime. Yo, yo. So, ich speichere jetzt erstmal kurz ab, wenn ich jetzt wüsste, da. Wir werden jetzt mal kurz nach oben gehen, denn vielleicht gibt es dort auch nochmal irgendwas, was man gebrauchen kann. Fast 6 Stunden. Und wir haben auch ungefähr 6 bis 7 Stunden auf jeden Fall vor uns. Warte mal, da brauche ich eine Pistole, weil man weiß ja nicht, was drin ist, ne? Wo ist er denn? Da unten. Ah. Da haben wir einen Spinel. Falls ich das überhaupt richtig ausspreche, aber ist mir auch völlig Wurst. Wird wohl von der anderen Seite geöffnet. Okay, also kommen wir da noch nicht lang. Das heißt also, alles, was jetzt hier wäre, könnte man eh nicht mitnehmen. Wir haben gerade abgespeichert. Das heißt also, sollte ich sterben, ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Für dieses Spiel musst du die Waffen nehmen, die ich ausgewählt habe, Fremder. Wähle diese Art von Waffen. Okay, nee, warte mal. Das soll ein Spiel sein? Oh nö, denn nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was man da kriegt. Okay, warte mal, ich habe ein grünes Kraut. Das sollte ich jetzt mal kurz verballern. Ja. Wir haben zwar immer noch
ein bisschen, was uns da fehlt am Leben. Aber ist jetzt nichts, ne? So, und dann gehen wir mal weiter. You're right? I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Ashley, what's going on? Das war ja klar. Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Die hört dich eh nicht. Wir haben das nächste Kapitel abgeschlossen. Na Mensch. Insgesamt haben wir schon 11 Leben verloren. Ach du Kacke. Oh Gott. Aber wir kommen voran, das ist doch die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. So. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ach man, ey. Ich kann den Typen echt nicht leiden. Seit wann ist da eine Tür? Ach, da war die Videosequenz, ne? So, warte mal. Ich werde nochmal kurzzeitig abspeichern, auch wenn wir es gerade eben schon mal gemacht haben. Hier ist noch eine zweite Figur. Kann ich da auch? Okay, ich könnte zwar raufballern, bringt aber nichts. So, ich überschreibe. Wie gesagt, es ist besser zu viel als zu wenig zu speichern, gerade in Resident Evil, wie man ja weiß. Jetzt werde ich nochmal kurz gucken, ob ich mir was besorgen kann. Welcome. So, warte mal. Ja, Munition. Things on sale. What are you buying? So, die Punisher könnte man rein theoretisch tunen nennen. So, warte mal. Da kannst du die Kapazität erstmal erhöhen. TMP. Is that all? Thank you. Also erstmal die Feuerkraft. Beim Sturmgewehr wäre das vielleicht auch ganz gut. Thank you. Ladegeschwindigkeit. Thank you. Und beim Gewehr, da haben wir schon relativ gut aufgelevelt. Es sei denn die Kapazität, aber die ist erstmal egal. Bei der Punisher. Oh, das ist Ladegeschwindigkeit. Kapazität. Is that all strange? Thank you. So, ich brauche ja noch was, falls ich mir irgendwas kaufen will. Erste Hilfe-Spray gibt's nicht. Come back anytime. Okay, den Rest heben wir uns auf. Die Truhe hatte ich geplündert, da hatte ich eine Granate, wo ja eigentlich eine Stierhandgranate drin war. Da oben kann ich nicht lang. Und ich muss in die Kanalisation. Mensch, das ist doch schon mal echt nice. Obwohl, warte mal, das brauchen wir nicht. Ja. Das Spiel speichert ja jetzt eh, glaube ich, gleich nochmal ab. Okay, also ab zur Kanalisation. Wer mag's nicht? In die Kanalisation zu gehen. Und dort duften Insektenfreunde kennenzulernen. Oh nee. Oh nö, Mann. Ich... Warte mal, was habe ich in der Munition? So viel jetzt an sich nicht. Ich werde jetzt erstmal die TMP verwenden. Oh, da ist irgendwas Großes langgestiefelt. Eines der Insekten, die Salazar wahrscheinlich gemeint hatte. Das. Oh. Man sollte aber vorsichtig sein. Munition. Ich glaube, irgendwo ist eine Falle.
Okay. Mein Gott, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Ich glaube, ich hätte die Schrot nehmen sollen. Okay, das war jetzt echt eine miese Kiste. Man, vor allen Dingen habe ich keine Heilung, ne? Also ich kann jetzt nicht einfach schon wieder das so nutzlos hier anwenden alles. Da haben wir nochmal TMP-Muni. Warte mal, wenn ich jetzt die Schrotflinte nehme, einfach mal so Spaß. Also da unten sehe ich schon mal welche. Die kann ich mit einem Scharfschützengewehr ausschalten. Okay, Seidenkristall. Ein bisschen Munition, nice. Und hier müsste auch noch was drin sein. Ha! Alter, das sieht ja gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Nur Heilung, ja, das könnte noch ein bisschen besser sein. So, warte mal. Wir müssten hier hinten lang, ne? Ja. Wait, what? Ach, hier ist eine Tür. Okay, warte mal. Ich höre nichts. Das heißt ja nicht viel in dem Spiel. Wie viel Munition habe ich noch? Naja, komm. 14 Schuss. Oh ja, und genau, verschieß dich noch. Ich bin beinahe tot, Mann. Boah. Mann, ich wollte gerade... Oh, du Sack. Grünes Auge. Mann, ich wollte gerade ausweichen. Shit. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwelche Viecher drin sind. Gelbes Kraut. Sieht aus, als sei er erst kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Mensch, du hast nochmal gute Augen, Leon, mein Freund. So, ich muss mal was kombinieren. So, warte mal, wir können ja jetzt nochmal zur TMP wechseln. Irgendwie so ein ganz, ganz mieses Gefühl. Gewehrmuni. Was ist denn hier? Luis Notiz.
Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt. Aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Granados. Oh Gott. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Die Crocoelium. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn des Fisches ein. Dieser schwimmt dann an der Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leucochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihr Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierte Schnecke kriecht ans Ende eines Blatts, wo sie gut vom Vögeln gesehen werden kann und somit er gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Nee, noch nicht. Jetzt. Geht doch! Noch ein grünes Auge. Ja, entschuldigt das Verlesen, aber ey, das ist ja... Das ist echt kacke. So, warte mal, ich muss da drüben lang. Oder? Habe ich eine Karte? Wir sind jetzt hier. Geht's da nach unten oder nach... Ich glaube, es geht noch weiter nach unten. Oder? Ach so! Dafür ist es da, okay. Oh, was haben wir denn hier? Du erhältst eine Lampe. So, da haben wir nochmal ein grünes Kraut. Und wenn wir hier noch ein gelbes hätten, wäre es richtig geil. Haben wir aber nicht. Sieht wie ein Ventil zur Entwässerung aus. Wasser ablassen? Jo, bitte. Jetzt könnten aber wieder Gegner da sein. Das ist so typisch Resident Evil. Oder auch nicht. Für was nehme ich eine Lampe mit? Ich meine, damit kann man wahrscheinlich die Gegend erhellen. Aber finde ich nicht geil. Huh! Mann, habe ich mich gerade erschrocken. Mann, ich wollte gerade treten, du Sau. Okay, ich glaube, diese grünen Augen, die kannst du halt verkaufen. Die sind sonst für nicht viel mehr Sachen da. Okay, warte mal. Wir haben jetzt ein paar Schuss für die Schrotflinte. Die sollte ich mir allerdings aufheben. Denn wir wissen ja nicht, was als nächstes kommt, ne? Ich überlege echt eine Waffe zu verkaufen. Also eine, die natürlich extrem nutzlos wäre. Jetzt komm bloß nicht wieder auf so eine scheiß Gedanken. Und jetzt mit der Pistole rufballern und dann sollte es eigentlich passieren, ne? Alter! Will ich jetzt hier raus? Da haben wir nochmal einen Seidenkristall.
Oh nee, das sind Fallen. Kann ich hier wenigstens irgendwo speichern oder so? Boah, ist knapp. Oh Mann, ey. Das war ja mies. Oh, ich hatte schon gerechnet. Ach, okay, warte mal. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Okay. Sturmgewehrmunition, oh Gott. Oh Gott. Oh nee, kann ich die runter machen? Ja, das kann jetzt lustig werden, Leute. Aber ich glaube, da unten ist Speicherpunkt. Okay, kommen jetzt alle in die Richtung. Nee, die sind abgehauen. Okay, das gefällt mir nicht. Aber ich kann zumindest abspeichern. Und da kannst du nicht mehr durch. Okay, ich speichere jetzt erstmal ab. Sollte irgendwas passieren, haben wir zumindest einen Speicherpunkt erstellt. Das Ding war vorher noch nicht da. Ah, ich habe jetzt das nicht geöffnet, oder? Warte mal. War da vorher eine Leiter? Die habe ich nämlich nicht gesehen. Dann kann ich nämlich jetzt vielleicht die Tür öffnen. Hoffe ich zumindest. Ah, okay. Warte mal, wenn die Tür nicht aufgeht. Ha! Die geht nicht auf. Oh Gott, die Geräusche gefallen mir überhaupt gar nicht. Da ist der Händler. Ja, wow, ich komme da gar nicht hin. Weil ich erst darüber muss. Da kann sie die Türen auch nicht. Ach ja, okay. Du musst Schalter drücken. Gefällt mir nicht. Was ist das denn? Du hältst Maske mit Kerben. Okay, warte mal. Ich springe jetzt nochmal da rüber. Nein, ich will nicht runter. Und nicht, dass dein Gegner kommt. Nee. Okay, warte mal. Was hast du denn für mich? Welcome. Welcome. Got some rare things on sales. What are you selling? Du hast seltene Gegenstände. Na, guck erstmal mein Zeug an. Warte mal. Maske mit Kerben, in der was hineinpassen könnte. Nee, den verkaufen wir nicht. Das grüne Auge.
Die Markierungen an der Seite lassen vermuten, dass es einst eingefasst war. Is that all struck? Seidenkristall, davon haben wir wieder 4 Stück. Is that all struck? Thank you. Is that all, stranger? Ja. Is that all? Thank you. What are you buying? Okay, als erst brauchen wir. Erste Hilfe Spray kann ich immer noch nicht kaufen. Also wenn ich jetzt die TMP verbessern will, brauchte ich ja 18.000. Is that old? Thank you. Minenwerfer, da kann ich halt nur das verbessern, okay. Und beim Sturmgewehr brauchte ich für die Feuerkraft 12.000. Jo, das kommen wir. Also Leute, wir müssen anscheinend dann hier lang. Da ich nicht weiß, was mich dort erwartet, also jetzt zumindest gerade nicht, würde ich sagen, machen wir erstmal aus. Wir sind ja schon mal weitergekommen und das ist die Hauptsache. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee war, dass die ganzen Gegner da abhauen konnten. Das werden wir noch sehen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder einschalten würdet, hier bei Resident Evil 4. Ich würde mich natürlich wie immer sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer gerade bei euch sein sollte. Bis denn und tschüss.